Hallo, ich bin Aljena und bin 23 Jahre alt. Ich bin in den Endzügen meines Masters Psychologie und es ist natürlich wahnsinnig schade, dass ich euch nicht jetzt auf der Stipendienfeier kennenlerne. Aber der Ernst, mein Stiefvater, hat Geburtstag. Deswegen sind wir gerade in Freiburg. Da sieht man das Münster hinter uns. Genau. Und deswegen kann ich leider nicht bei euch sein. Aber ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ich im Nachhinein eure Kreativarbeit und wie ihr zu der Idee gekommen seid und was ihr so tut, zu hören bekommen. Genau, jetzt vielleicht noch ein bisschen was zu mir. Ich bin eben in den Endzügen vom Psychologie-Master und meinem Philosophie-Bachelor und habe sehr lange für Extinction Rebellion, eine Bewegung, die für Klimaschutz und auch Artenschutz kämpft, sehr aktiv gearbeitet. Und falls ihr da irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich gerne fragen. Meine Arbeit bezieht sich, die Kreativarbeit, auch tatsächlich auf eine Aktion bei Extinction Rebellion, weil für mich sind eigentlich drei Dinge enorm wichtig. Also einmal geht es mir immer viel darum, dass man Denken mit Handeln verbindet, dass man Theoretisches mit praktischem Anwenden verbindet. Und deswegen bin ich eben irgendwann auch aktiv geworden, neben meinen Recherchen über die globalen Probleme der Welt. Das nächste ist, dass ich glaube, dass wir uns immer sehr viel überwinden müssen. Einmal eben im Überwinden in dem Sinne, dass wir aus unseren eigenen Komfortzonen heraustreten müssen, dass wir mutig sein müssen. Und da geht es nicht nur darum, das in der Theorie zu sagen, sondern auch zu leben. Und das ist, glaube ich, das, was ich mit meiner Kreativarbeit ausdrücken wollte. Diesen Moment, in dem man auf einer Straße sitzt und die Straße blockiert. Man überwindet sich natürlich, für mich ist es keine in dem Sinne volle spaßige Aktion, sondern es ist viel Stress, es ist hoher Druck, unter dem man steht und trotzdem weiß man, wofür man es tut. Und worauf ich auch hinaus möchte, ist, dass diesen Mut zu leben und anzuwenden ganz wichtig ist, um in die Zukunft zu schauen. Und Bilder sind deswegen meine Kreativarbeit, weil Bilder in unserer Zeit, in der wir viel in viralen und sozialen Netzwerken unterwegs sind und sich Dinge viral verbreiten, mit Bildern enorm viel erzeugen können und dadurch eben auch Verbindungen zwischen Leuten auf unterschiedlichen Kontinenten setzen können. Allein Bildern, weil Bilder eine wahnsinnige Aussagekraft haben. Und das Letzte, was ich anfügen möchte, was mir sehr wichtig ist, ist, dass wir Verständnis haben müssen. Und Verständnis ist in dem Sinne auch zu verstehen, dass die Perspektiven wirklich wechseln müssen. Also es reicht nicht einfach nur, seine eigene Meinung durchbringen zu wollen, sondern um Kompromisse zu erarbeiten, müssen wir wirklich die andere Seite verstehen und einen Kompromiss finden. Und letztendlich ist das auch der Grund, warum ich mittlerweile nicht mehr ganz aktiv bin, weil zumindest nicht bei Extinction Rebellion, ich bin anderweitig noch aktiv, aber ich glaube, dass das Bild der Bewegung leider so radikal ist, dass das Verständnis nicht mehr erzeugen werden kann auf beiden Seiten. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch noch mehr davon erzählen kann oder wenn ihr mir von euren Hintergründen erzählt und ich euch dann spätestens in Alpbach oder noch davor sehe. Bis dann!